Nein, Satz, das ist, glaube ich, schwierig. Die Alzager ist von der Fläche her ein normal großer Betrieb, aber von Feeling her, von Umgang mit den Menschen, ist es doch relativ familiär. Mein Name ist Christine Heinichen, ich bin Handlungsbevollmächtigte in der Agrarproduktion Elster Ur GmbH und Co. KG. Unser Betriebsschwerpunkt oder die Aufgabenbereiche liegen in der Schweinemast- und im Ackerbaubetrieb. Der Betrieb umfasst 1800 Hektar Ackerland, wir haben 150 Hektar Grünland. Wir bilden 2 Azubis aus und haben 13 Mitarbeiter. Also erstmal finde ich, die Elsterauer an sich ist ein sehr schöner Betrieb, in dem man sich auch ziemlich familiär fühlt. Durch den Ausbildungsverbund hat man viele Einblicke auch in andere Betriebe, was mir für meinen späteren Beruf helfen wird. Mein Name ist Sebastian Maurer, ich bin Agraringenieur und bin Projektverantwortlicher und Leiter des Fachkraftsicherungs- und Ausbildungsverbundes Leipziger Land. Also bei uns im Fall präsentieren wir die klassischen 3 grünen Ausbildungsberufe. Das ist der Landwirt, das ist der Tierwirt und das ist die Fachkraft Agrarservice. Der Fall betreut diese Lehrausbildung bloß. Einstellen tut sie der Betrieb. Und diese Betriebe, das sind 6 Betriebe, die betreuen wir. Die Landwirtschaft reizt mich, weil sie auf jeden Fall vielfältig ist. Dann gibt es Dinge zu sehen, die ich in einem normalen Beruf oder ähnlichem nicht sehen würde, zum Beispiel Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge. Überhaupt die verschiedenen Einsatzbereiche, egal ob das jetzt im Landbau oder in der Tierproduktion ist, man wird halt sehr vielfältig eingesetzt und das ist eigentlich das Schönste an der Landwirtschaft. Das Spannendste ist eigentlich die großen Maschinen, der Umgang mit den Tieren und wie man die Felder bearbeitet, neu anpflanzt und dann auch wieder ernten kann. Mit Landwirt, Tierwirt, Agrarfachkraft werden möchte, wäre wichtig, dass man Begeisterung für das Berufsfeld mitbringen kann. Das ist die Basis für all sein Tun. Wenn man eine gewisse Grundbegeisterung hat, kann man die durch eine Ausbildung noch intensivieren, indem man einfach neue Bereiche kennenlernt. Für uns ist wichtig die eigene Motivation, der eigene Antrieb für jede Sache, die man im Leben tut. Und da gibt es kein Patentrezept, sondern eigentlich nur die offene, ehrliche, respektvolle und vertrauensvolle Arbeit gemeinsam.